Erster Termin nach Corona-Infektion, lädt zum Literaturempfang. Camilla, 75, ist zurück. Die Queen Consort hat am Donnerstag wieder ihren ersten öffentlichen Termin wahrgenommen. Nachdem sie sich von einer Corona-Infektion erholt hat. Bei einem Literaturempfang im Clarence Haus. Bei dem auch Ehemann König Charles III, 74, zugegen war, zeigte sich die Königsgemahlin fit und gut gelaunt. Während sie zahlreiche Schriftsteller, Verleger und Buchliebhaber begrüßte. Für ihren Auftritt wählte Camilla ein dunkelblaues Midi-Kleid mit Verzierungen am Ausschnitt sowie einer goldenen Brosche. Dazu trug sie Strumpfhose und Pumps mit leichtem Absatz. Charles zeigte sich im klassischen Nadelstreifenanzug mit weißem Hemd, blauer Krawatte und hellem Einstecktuch. Bei einer Ansprache ging Camilla laut Daily Mail auch auf die aktuelle Debatte um die Kinderbücher von Roald Dahl, 1916 bis 1990, ein, die zum Teil umgeschrieben und angepasst werden sollen. Die Queen Consort sprach sich gegen die Zensur aus und wandte sich mit motivierenden Worten an die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, bitte bleiben Sie Ihrer Berufung treu. Ungehindert von denen, die ihre Meinungsfreiheit einschränken oder ihrer Vorstellungskraft Grenzen setzen möchten. Anführungszeichen. Camilla ist am 13. Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem sie unter Erkältungssymptomen gelitten hatte. Einige ihrer Termine sind im Anschluss abgesagt und verschoben worden, so auch der Literaturempfang. Laut eines Sprechers des Königshauses habe sie sich aber hervorragend erholt. Jos Băsescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu textul-i plin de dude. Dumere tante printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri. Uite cum rup capete, lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu s-atât.